Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, für das letzte Video im Jahr machen wir das Ganze nochmal super entspannt und bequem. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und freut euch genauso wie ich auf die nächsten Tage im neuen Jahr. Da kommt gerade ein kleiner Kater. Ich glaube, dass dieses Jahr für viele von uns ein ganz besonderes Jahr war. Und warum nehmen wir uns nicht einfach mal ein bisschen Zeit und machen sie uns gemütlich und reden einfach so ein bisschen über das Jahr. Es ist nämlich super viel passiert und durch die Vlogs habt ihr natürlich von mir auch nochmal einen ganz, ganz anderen Eindruck bekommen und wie ich so lebe und was ich so neben der Kamera mache. Gut, ihr seht mich natürlich in den Vlogs auch immer in der Kamera, aber ich glaube nochmal ein bisschen mehr von meinem Alltag und deswegen dachte ich, machen wir es uns ganz entspannt. Wir haben keine Zeitvorgabe. Wir müssen nicht schauen, dass das Video in 20 Minuten vorbei ist, sondern macht es euch gemütlich, holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen und dann geht's los. Wir hatten wundervolle Weihnachtsfeiertage und ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage, falls ihr gefeiert habt. Falls ihr nicht gefeiert habt, hoffe ich, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit hattet. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, einfach über so ein paar Themen, die ich gerne sprechen wollen würde, weil ich bin ja nicht so die strukturierteste Maus, was meine Videos angeht. Ich glaube, man merkt das immer, dass ich in vielen Punkten ganz gerne immer so ein bisschen abschweife und das wird mit Sicherheit auch in diesem Video passieren. Deswegen habe ich mir so ein paar Punkte gemacht, die ich gerne mit euch so ein bisschen abarbeiten würde. Falls ihr gleich runterfallt, dann wisst ihr, da ist ein kleiner Kater hinter der Kamera, der natürlich guckt, dass ich auch immer schön scharf im Bild bin. Liam mag es nicht, wenn ich mit der Kamera rede. Wie eben schon gesagt, glaube ich, dass das Jahr für viele von uns ein ganz besonderes Jahr war. Ich glaube, wir müssen da nicht drüber streiten, dass eigentlich die letzten 3 Jahre sehr, sehr schwierig waren, beziehungsweise einfach so ein bisschen anders. Es fühlte sich alles einfach anders an und egal, was man tut, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen anders an. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es entweder daran liegt, dass ich einfach älter werde oder dass wirklich alles so ein bisschen anders ist. Ich glaube, das Jahr ging recht entspannt los. Bei uns Content-Creatern ist es immer so oder oft so, dass der Jahresbeginn immer sehr, 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 sehr ruhig ist. Es sind wenig Videos, die wir drehen müssen und wenig Kooperationen, die anstehen, einfach um so ein bisschen entspannter ins Jahr zu starten, beziehungsweise weil einfach die Brands gerne natürlich viel vor Weihnachten machen und im Neujahr dann nicht mehr so viel passiert. Und für mich ging es ja dann recht spontan nochmal nach London. Es war eine unglaublich schöne Erfahrung und das ist ganz lustig, weil ich neulich nochmal mit den Mädels von der Marke drüber gesprochen habe, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass dieser Trip ganz, ganz viel in meinem Kopf verändert hat. Es wird sich mit Sicherheit manchmal so ein bisschen cheesy anhören, was ich sage. Ich finde, dass also wir waren in London und es waren, glaube ich, nicht mal 24 Stunden. Aber in diesen 24 Stunden habe ich, das klingt wirklich cheesy, habe ich einfach nochmal einen ganz anderen Maxim kennengelernt. Es war eine unglaublich schöne Gruppe, es war ein unglaublich schönes Hotel und wir haben so viel erlebt. Und als ich im Flugzeug saß, auf dem Weg dorthin, hat sich irgendwie wie so ein Schalter umgelegt in meinem Kopf. Und ich habe probiert, das erste Mal so wirklich meine Arbeit zu genießen. Ich glaube, ich habe mich in den letzten 3 Jahren, 2,5 Jahren so ein bisschen stark in diese Arbeit reingestürzt. Und das haben auch viele von euch immer geschrieben. Ich kriege ja auch ganz viele DMs von euch. Und viele haben einfach mitbekommen, dass es so Zeiten gab, wo ich nicht so auf der Höhe war und einfach so ein bisschen ausgebrannt wirkte, glaube ich. Und ich saß in diesem Flugzeug und es hatte wie so einen Schalter gegeben. Und ich dachte, boah, was für eine tolle Chance ist das, dass ich da jetzt hinfliegen kann und diesen schönen Tag habe. Und ich bin zurückgekommen und ich war nicht traurig, dass ich zurückkomme, aber ich dachte so, es war so ein schöner Moment, dass ich traurig bin, dass er vorbei ist. Und ich glaube, ihr kennt das, wenn man im Urlaub war, es war ja kein Urlaub, ne? Wenn man im Urlaub war und zurückkommt, dann freut man sich immer auf zu Hause. Und ich habe mich dann auch zu Hause gefreut, als ich dann wieder da war. Und dann fällt man so kurz in so ein Loch. Ne, so Ferienblues heißt das, glaube ich. Und da bin ich voll reingefallen. Weil in meinem Kopf war diese Reise halt immer noch so da. Und ein paar Tage später, vielleicht eine Woche später,
habe ich ja dann Post bekommen von der DKMS. Ihr erinnert euch vielleicht, falls nicht, ich verlinke euch das in dieser Ecke da, dass ich als Stammzellenspender in Frage komme. Und das hat mich aus diesem Blues, glaube ich, so ein bisschen rausgeholt. Und vor allen Dingen hat das nochmal ganz, 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 ganz viel in meinem Kopf verändert. Ich muss gerade an so ein Meme denken von, ich glaube, es war Kylie Jenner, wo sie gesagt hat, das Jahr war das Jahr des Realisierens. Und ich habe so viele Dinge gelernt und auch ganz viel über mich gelernt, glaube ich, dieses Jahr. Und die Zeit rund um diese Stammzellenspende, das ging ungefähr von Februar bis April, war unglaublich, ich will nicht sagen anstrengend, aber es hat doch einen schon ziemlich psychisch mitgenommen, weil es so eine wichtige Aufgabe war und so ein großes Ding war. Und ich habe meine ganze Persönlichkeit dann in dem Moment so ein bisschen dazu gemacht, weil es einfach was ganz Besonderes ist und es natürlich auch am Anfang nicht klar war, dass man das machen kann und man musste ganz, ganz viele Tests machen und immer so ein bisschen schauen, dass es gesundheitlich auch klappt. Und das hat echt 3 Monate gekostet. Kostet klingt auch immer so doof. Es hat 3 Monate Zeit in Anspruch genommen, bis ich endlich diese Spende durchführen konnte. Das waren ganz besondere 3 Monate, weil ich das erste Mal, ihr habt das Video vielleicht gesehen, es war ein sehr emotionales Video, weil ich das erste Mal so richtig darauf geachtet habe oder dieses Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht nur für mich selbst verantwortlich. Ich glaube, so stelle ich mir das vor, wenn man Kinder hat. Wir haben noch keine Kinder. Ich glaube, in dem Moment, wo man Kinder hat, ist man nicht nur noch für sich selbst, weiß ich, dass es so ist, ist man ja nicht nur noch für sich selbst verantwortlich, sondern vor allen Dingen auch für jemand anderen. Und ich habe das so ein bisschen probiert zu übertragen und gesagt, okay, ich bin jetzt verantwortlich für diese Person. Ich muss mich jetzt um mich kümmern. Und das hat mir ganz, 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 ganz viel Kraft gegeben. Und auch so ein bisschen, es war so ein Highlight von mir dieses Jahr, glaube ich. Auch für mich persönlich und in meiner Entwicklung. Dann lief so das Jahr ein bisschen vor sich. Wir hatten eine unglaublich tolle und erfolgreiche Kollektion mit Rival Loves Me. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es ist nicht immer einfach, alles irgendwie so hinzubekommen, dass alle zufrieden sind, glaube ich. Und das ist ein ganz großes Problem, was ich habe, weil ich immer will, dass es irgendwie allen, dass alle happy sind. Und am Ende hätte ich es gerne, dass es so viele Produkte gibt, dass alle was bekommen können. Und dann ist halt noch genug übrig. Aber das funktioniert halt so leider nicht. Aber es war für mich auch nochmal eine ganz, ganz besondere Kollektion, weil ich auch da nochmal ganz vieles Neues über diese Industrie gelernt habe und auch so ein bisschen über mich. Das ging natürlich schon so ein bisschen ins Jahr davor und so die letzten Monate vorher. Ich glaube, ab Mai haben wir dann angefangen mit dem ganzen Content, die Videos, die Kampagne zu machen. Und das ist einfach das, was ich liebe. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke zu sagen, dass das, was ich liebe, dass das mein Job ist. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und ich glaube, dass ich das manchmal, ich weiß, dass ich das manchmal so ein bisschen vergesse, wie dankbar ich eigentlich für meinen Job bin, weil in dem Alltag, den ich habe, das so, so oft einfach untergeht. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man irgendwie ganz, ganz viele Dinge auf einmal hat, vergisst man, sich über die Dinge zu freuen, die gerade aber parallel passieren. Und das bringt mich so ein bisschen ins neue Jahr, was ich mir wünsche fürs neue Jahr, da kommen wir gleich zu. Dann ging es Tatsache so ein bisschen bergab. Ich nenne das immer Kollektionstraurigkeit. Sobald das Launchdatum ist und meine Aufgabe aktiv erfüllt ist, diese Kollektion zu kreieren, den Content zu spielen, den Content zu produzieren und die Kollektion zu bewerben, werde ich immer so ein bisschen traurig, weil es dann vorbei ist und man hat so viele Monate Zeit in dieses Produkt oder in diese Produkte in dem Fall gesteckt und dann ist es auf einmal ist es vorbei. Deine ganze Aufgabe ist vorbei und das fällt mir auch immer noch super, super schwierig. Man mag es gar nicht glauben, weil es ist ja nicht die erste Kollektion, ne? Das ist 1, 2, 3, 4, die vierte oder fünfte Kollektion gewesen. Ich habe es noch nicht gelernt, wie man damit am besten umgeht, aber es war sehr, sehr schön. Was dann aber das Problem war, ist, dass ich mich voll in noch mehr Arbeit reingestürzt habe. Und ich erinnere mich ans letzte Jahr und ans Jahr davor, dass ich sage, nächstes Jahr mache ich ruhiger. Nächstes Jahr mache ich ruhiger, dann gehe ich entspannter an alles ran. Hat nicht so geklappt. Aber dieses Jahr war das erste Mal, wo ich wirklich kurz davor war, alles hinzuschmeißen.
Ich sag so, wie es ist. Weil ich hatte einfach keine Kraft mehr, jeden Tag dieses Pensum aufrechtzuerhalten. Und ich weiß, niemand erwartet von mir, dass ich so viel Content produziere. Aber das ist ja schon fast, das ist ja das, was ich liebe. Ich liebe das, Videos zu machen. Ich liebe es, mich zu schminken und mich da hinzusetzen und die Videos zu drehen und zu schneiden. Und ich meine, wie toll ist es, dass ich in die Drogerie gehen kann, Make-up kaufen kann und sagen kann, das ist mein Job. Das ist doch toll, das würde ich am liebsten jeden Tag machen. Aber ich habe gemerkt, dass es einfach zu viel wurde und ich so im Anfang September, ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende, ich war wirklich, wirklich ausgebrannt und ich habe mich dann auch so ein bisschen von Insta zumindest zurückgezogen, von den Stories. Ich habe halt immer nur den Content gemacht, den ich machen wollte und sollte und mehr nicht. Also wirklich so das Minimum an Minimum. Dann war der Urlaub, den wir hatten, wirklich so ein Lichtblick. Das war der erste Urlaub seit 3 Jahren. Und das ist natürlich super schwierig in unserem Job einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt in den Urlaub. Und das geht, glaube ich, vielen Selbstständigen so. Du kannst nicht einfach 3 Wochen lang wegfahren. Niemand macht deine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Du kannst keine Projekte annehmen. Du bist selbst und ständig. Aber wenn ihr selbstständig seid, dann kennt ihr das, glaube ich. Ne? Wir haben halt kein Urlaubskontingent, wo wir sagen, okay, da nehme ich mir Urlaub, da nehme ich mir Urlaub, da nehme ich mir Urlaub und da gehe ich dann auch nicht zur Arbeit, sondern wir arbeiten ja im Prinzip rund um die Uhr. Und ich möchte das einmal ganz, 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 ganz klar sagen, dass die Arbeit, das ist Arbeit, aber es ist kein Vergleich zu einer körperlichen Arbeit oder einer Arbeit, die besonders psychisch fordernd ist. Das ist mir total bewusst. Auf der anderen Seite ist die Arbeit aber mit ganz, ganz, ganz vielen auch Einschränkungen natürlich verbunden. Da hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen. Ich persönlich habe Probleme, rauszugehen, in die Stadt zu gehen, unter Menschen zu gehen, frei. Natürlich kann ich das machen, aber man ist dann natürlich nicht ganz so frei. Und das ist okay, das ist die Konsequenz aus diesem Job, das ist auch völlig fein. Das wusste ich so zwar nicht vorher, aber ich würde es trotzdem wieder machen. Aber ich glaube, dass ich mich einfach maßlos überschätzt habe. Und das habe ich oft, dass ich so ein bisschen denke, das ist so meine Red Flag. Ich glaube, dass ich Dinge super, super, super gut kann. Bis ich sie mache, dann mache ich sie 20 Minuten. Und wenn ich merke, dass ich es nicht kann, habe ich keinen Bock mehr. Und dann mache ich es auch nie wieder. Ich habe mir ein Hobby probiert zu suchen im Sommer und das war Taschen restaurieren, Ledertaschen restaurieren, Handtaschen aufzuarbeiten. Ich habe mir eine sehr, 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 sehr alte Tasche gekauft, die im schlechten Zustand war und habe mir alle Tools gekauft und habe probiert, diese Tasche auf Vordermann zu bringen. Naja. Das Ende der Geschichte habt ihr, glaube ich, im letzten Vlog gesehen. Ein halbes Jahr habe ich gekämpft. Naja. Und ich habe einfach probiert, so ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Ich habe ihn aber einfach nicht gefunden und ich habe ihn Stand heute auch nicht gefunden. Das muss ich, glaube ich, auch so sagen. Und das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt fürs nächste Jahr. Was mich, glaube ich, so ein bisschen in dieser Zeit am meisten beschäftigt hat, war diese Veränderung in der Industrie. Ich glaube, das merkt ihr alle mit und vielleicht kriegt ihr das auch selber mit, wie ihr Content konsumiert, oder? Also, ich erinnere mich, als ich angefangen habe, ich habe jedes YouTube-Video gesehen. Ich wollte wissen, wie ist die nächste Natasha Denona-Palette? Wie ist der nächste Highlighter von Becca? Wie ist dies? Wie ist das? Ich wollte jedes Produkt haben. Ich wollte jedes Video sehen und ich habe alle Beauty-YouTuber-Mäuse hier gesehen. Jeden Tag, den ganzen Tag. Das tue ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach diese Zeit und auch diese Ruhe dafür nicht habe. Aber ich sehe es ja auch, dass viele von euch es auch nicht tun. Und ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen, weil es wird jetzt ein dünnes Eis. Aber ich glaube, dass viele Leute, und ich weiß nicht, vielleicht zähle ich mich da auch mit rein, vielleicht aber auch nicht, ich habe probiert, vorsichtig zu sein, in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, in der wir 2020, 2021 waren, alle, aber halt alle anders, viele von meinen Kolleginnen und Kollegen Sachen gemacht haben, die vielleicht einfach nicht hätten unbedingt sein müssen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will jetzt keine Details nennen dazu oder so, aber mir ist es selber aufgefallen, dass ich, am Anfang, na klar, ne? Am Anfang 2020,
Ich halte es hier in Deutschland nicht mehr aus. Ich muss halt jetzt wegfahren und wegfliegen. Ich probiere die Lockdowns zu umgehen oder so. Ich dachte mir, ey, was bist du nur für jemand? Es gibt so viele Leute, wir haben das nicht gemacht, ne? Weil uns das so selber geärgert hat. Was bist du nur für jemand, der so viele Menschen erreicht und ihnen so ein falsches Bild übermittelt? Und ich habe gesehen, dass viele sich in der Zeit ganz, 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 ganz stark verändert haben. Und Veränderung ist immer gut und Veränderung ist immer wichtig, aber Veränderung muss nicht immer jedem gefallen. Und das ist ganz, 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 ganz klar. Vieles, was ich verändert habe in meinem Leben, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, hätte mir vor 5 Jahren vielleicht nicht gefallen. Was ich jetzt tue, gefällt mir in 3 Jahren vielleicht auch nicht mehr. Genauso euch. Viele wollen eine Sache nicht mehr sehen. Viele sind einfach der Meinung, dass man sich verändert und das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen den richtigen Mittelweg finden. Und ich bin der Meinung, dass es viele halt nicht geschafft haben, einfach vorsichtig zu sein. Ich habe Angst, dass die Bäume hier gleich umfallen. Ich glaube, dass viele einfach in der Zeit und auch in der Zeit danach durch das Handeln von anderen Leuten einfach so ein bisschen das Vertrauen und auch diese Verbundenheit zu ihren Creatorinnen verloren haben. Das fand ich an diesem Job immer so schön, dass die Community und der Creator oder die Creatorin eine ganz, 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 ganz enge Verbindung haben, auf einer ganz besonderen Art und Weise, was natürlich auch der Vorteil von Social Media ist, dass man eine Verbindung aufbaut, dass man Vertrauen hat. Und das haben ganz, ganz viele, glaube ich, einfach verspielt. Und der Schatten fällt natürlich auch auf viele, viele andere, die es probiert haben, irgendwie immer recht zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann kam natürlich einfach auch durch TikTok beispielsweise nochmal super, super viele Leute dazu, die sehr schnell sehr bekannt geworden sind. Und das ist für die Person, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache, mit Sicherheit. Ich glaube, dass es aber nicht. Ich habe so ein bisschen. Ich glaube, dass viele falsche Leute zu viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie keine reinen Intentionen haben und keine ehrlichen Hintergedanken haben. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen ein Appell aus dem Video an euch. Schaut genau hin. Was machen die Leute? Was macht diese Leute aus? Warum folgt ihr diesen Leuten und fühlt ihr euch gut, wenn ihr den Content seht? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das auch hab das dieses Jahr sehr, 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 sehr häufig gemacht. Ich bin so, so vielen Leuten entfolgt. Auch Leuten, die ich persönlich kenne. Wir kennen uns, wir haben schon gemeinsam gegessen. Die mir einfach kein gutes Gefühl gegeben haben. Ich habe mir den Content angesehen, ich habe mir die Stories angesehen und ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich nicht schlecht fühlen, weil mir jemand anderes das Gefühl gibt, dass ich etwas zu wenig habe, dass die andere Person vielleicht besser ist, dass die andere Person etwas hat, was ich vielleicht gerne hätte. Und das hat gar nichts mit Eifersucht zu tun, sondern mit, ich kann das nicht wertschätzen, was ich habe. Das fiel mir am Anfang, glaube ich, sehr, sehr schwer, als ich immer gesehen habe, was viele Kolleginnen die ganze Zeit machen und was sie haben. Und ich wollte das auch haben. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, aber du bist trotzdem doof. Nur wenn du dies, das oder jenes hast, macht es dich nicht besser, sondern ich finde sogar, es zeigt deinen wahren Charakter. Und ich habe sehr, sehr viele Persönlichkeiten dieses Jahr kennengelernt und auch viele einfach aus meinem Leben dann einfach ausgeschlossen, weil ich das nicht mehr möchte. Ich bin es mir nicht, doch, ich bin es mir wert, mich mit Leuten und mit Dingen zu umgeben, die mich glücklich machen. Und ich möchte, und das habe ich mir hier sogar aufgeschrieben, ich möchte keine Dinge mehr machen, beziehungsweise um mich haben oder erleben, die mir keine Freude bereiten, wo ich ein schlechtes Gefühl bei habe. Weil das sind wir uns wert und das sollten wir uns immer, wir sollten, man geht ja auch so durch den Kleiderschrank, ne, und sagt, okay, habe ich dieses so ein bisschen Marie Kondo-Style. Warum flackert das? Macht mich dieses T-Shirt, dieses Pupchen, dieser Schuh, macht mich der glücklich und wenn nicht, dann kann ich mich davon trennen. Und so habe ich das mit vielen, vielen Kontakten gemacht. Nicht unbedingt persönlich, sondern allein auf diesem Follow-Level. Ne? Das macht so, so viel aus. Und ich habe dieses Jahr sehr viel gelesen, unter anderem auch ein Buch von einer britischen Creatorin, Lydia Millen. Ich habe schon sehr, sehr oft über dieses Buch gesprochen, weil das
ganz, 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 ganz viel ausgelöst hat in meinem Kopf. Ich folge ihr schon sehr, sehr lange und ich finde ihre Wandlung sehr spannend. Ich weiß, dass viele das nicht mögen und dass viele das Gefühl haben, dass sie komplett irgendwie abgedriftet ist. Aber in dem Buch habe ich nicht nur ganz viel über sie gelernt, sondern auch vor allen Dingen sehr, sehr viel über mich. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, in dem Moment zu sein. Das ist auch schon wieder so Esoterik. Ne? Ich bin wirklich gar keine Esoterik-Maus, kannst du mich mitjagen. Aber ich habe halt ganz viele Dinge gelernt. Warum tue ich Dinge, die mich nicht glücklich machen? Und wie kann ich mehr Dinge tun, die mich wirklich glücklich machen und die mich weiterbringen? Und ich glaube, da hatten wir schon mal in dem Video drüber gesprochen, dass ich dieses Jahr so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich erwachsener geworden bin. Ich bin jetzt 28 geworden, ich bin, weiß Gott, noch nicht erwachsen und groß und weise. Aber ich habe halt dieses Jahr sehr, sehr viele Dinge über mich gelernt und ich möchte das im nächsten Jahr so ein bisschen forcieren, das noch zu erweitern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich durch meinen Alltag geistig nicht ganz so gefordert bin. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wenn du jeden Tag dasselbe machst und es nicht so viel Konzentration fordert, dann, ich habe das Gefühl, dass unser, ist schon wieder so esoterisch, unser Geist ist halt wie so eine Blume und du musst sie halt konsequent gießen, ab und zu auch mal düngen, aber gießen, gießen, gießen. Und wenn du jeden Tag aber nur die Sonne raufstrahlen lässt, irgendwann geht diese Blume ein. Und ich hatte dieses Jahr ganz verstärkt dieses Bedürfnis, Dinge zu lernen und weiterzukommen und nicht auf diesem, okay, ich mache meinen Job gerne, mir geht's gut, ich bin gesund, es fehlt mir an nichts, aber das kann ich jetzt nicht die nächsten 40 Jahre genauso weitermachen, ohne meinen Kopf so ein bisschen zu füttern. Dann habe ich echt angefangen zu lesen und meine Mutter wird sich, die wird tanzen vor Freude wahrscheinlich, weil ich habe Lesen gehasst. Ich habe Lesen gehasst und jetzt sehe ich den Vorteil daraus. Du hast Zeit für dich. Man muss sich die Zeit nehmen können natürlich. Du hast Zeit, du nimmst dir so ein bisschen diese Ruhe und du nimmst ganz viel mit. Und dieses Buch hat mir wirklich vieles beigebracht, einfach auch so ein bisschen mehr in dem Moment zu leben und das, was gerade da ist, einfach anzunehmen. Weil man kann es einfach nicht ändern. Beispielsweise, ich bin als kleine sizilianische Maus natürlich immer super... Ich liebe gutes Wetter, ich brauche Wärme, ich brauche Sonne oder ich brauche einen blauen Himmel. Und wenn der halt nicht da ist, dann geht es mir schlecht. Und ich habe durch dieses Buch gelernt, die Jahreszeiten so ein bisschen besser zu sehen oder schöner zu sehen. Und ich fand einen Spruch in diesem Buch, der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, im übertragenen Sinne. Die Natur nutzt den Winter, um sich zurückzuziehen, um Kraft zu sammeln fürs nächste Jahr. Das ist in meinem Job ein bisschen schwierig, weil so die Weihnachtszeit ist die Zeit, wo am meisten einfach passiert. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt ruhiger zu gehen. Ich habe jetzt bestimmt schon seit einer Woche kein Beauty-Video mehr gedreht. Ich habe kaum noch Content neu gedreht, eigentlich gar nicht. Probiere jetzt so ein bisschen ruhiger zu werden, um die Kraft zu sammeln fürs nächste Jahr. Weil das nächste Jahr wird genauso wundervoll anstrengend, wie es letzte Jahr war. Und ich habe mir aber vorgenommen, dass ich nächstes Jahr einfach ganz viel Neues lernen möchte. Auch so banale Dinge. Vielleicht mache ich so einen Volkshochschulkurs, wie man, auch wenn ich es nicht mache, aber um einfach so ein paar neue Dinge zu erleben, wie man vielleicht malt. Ich schaue im Moment sehr, sehr gerne Videos auf YouTube, wo ich einfach einem ganz, ganz bezaubernden alten Mann zuschaue, wie er malt. Das macht mich total glücklich, weil es mir so ein bisschen diese Ruhe gibt und ich auch so viele Dinge lerne dabei. Ne? Gar nicht unbedingt ums Malen. Ich glaube, dass ich jemals mich vor eine Leinwand setze und wirklich male, die Chance ist gering. Aber auch so, man kann so viele Dinge übertragen. Und ich habe so diesen Durst nach geistiger Forderung so ein bisschen. Und das möchte ich mir, also das ist das Ziel fürs nächste Jahr. Ich möchte mich geistig mehr fordern und mehr erleben und mehr vielleicht Kurse besuchen, wenn man, gut, ich vertrage jetzt keinen Wein, ne, aber einfach einen Weinkurs machen oder ein Kochen kann ich ganz gut, einen Kochkurs einfach, um neue Leute auch mal zu sehen, um vielleicht neue Gerichte auszuprobieren oder vielleicht mache ich einen Kurs, wie man töpfert oder einen Sprachkurs, einfach, dass die grauen Zellen da oben ein bisschen auf Vordermann gebracht werden und das wünsche ich mir wirklich und das möchte ich auch machen, wenn ihr mir Empfehlungen in die Kommentare schreiben könntet. Das wäre ganz, ganz toll. Vielleicht auch sowas wie Bücher oder wie
was kann man machen, dass man geistig so ein bisschen gekitzelt wird, aber halt nicht überfordert ist, ne? Ich habe natürlich einen Job und ich muss mich nicht nur um mich kümmern, sondern ich habe ja auch Leute, um die ich mich kümmern muss. Aber trotzdem so diesen Moment für mich. Und ich habe kein Problem, da die Kamera mitzunehmen. Vielleicht ist das sogar eine tolle Sache. Aber einfach mal so ein bisschen aus meinem Make-up-Studio rauszukommen. Ansonsten wird das nächste Jahr natürlich auch wieder besonders. Wir haben wieder ein tolles Projekt vor uns im Spätsommer und es passiert natürlich auch immer recht viel, recht spontan. Aber so das Parfum, das hatte ich ja oft schon angesprochen, dass das wirklich so ein Traum von mir ist. Ich suche mir, glaube ich, immer Dinge, die sehr schwierig sind zu erreichen, weil sie so ein bisschen außerhalb meines Dunstkreises sind, wie damals eine Make-up-Kollektion. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das jemals habe oder eine eigene Marke, aber so ein Parfum, da sehe ich mich. Da sehe ich mich nächstes, vielleicht übernächstes Jahr. Und das vielleicht kriegen wir das hin. Ich sage es immer wieder, wenn jemand Kontakte hat, Freunde, meine E-Mail findet ihr. Schreibt mir bitte. Es wäre wirklich, wirklich toll, weil ich so viele tolle Ideen habe. So auch diese kreativen Ideen, ne? Wie soll die Kampagne aussehen? Wie soll die Flakons aussehen? Wie soll alles drumherum aussehen? Wie soll der Aufsteller aussehen? Ne? Das sind ja so Sachen, die mir wirklich sehr viel Freude machen. Deswegen, ich halt auch diese Kollektion immer wieder mache, weil es mir einfach super viel Spaß macht. Und dann ist natürlich nächstes Jahr unsere Hochzeit und ich glaube, dass sich gar nicht viel verändert, aber es ist natürlich nochmal ein ganz besonderer Moment auch in unserem Leben, auf den ich mich sehr, 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 sehr freue. Und alles, was danach dann passieren kann, ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, das zu erleben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von euch so ein bisschen zu hören, was ihr nächstes Jahr erleben wollt, wie ihr dieses Jahr empfunden habt, was ihr zu bestimmten Punkten von mir aus diesem Video vielleicht zu sagen habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wundervollen Start ins neue Jahr, ihr süßen Mäuse. Es war ein schönes Jahr, es war ein anstrengendes Jahr, ich glaube, aber es geht ganz, ganz vielen von euch genauso. Und ich freue mich einfach auf alles, was nächstes Jahr kommt. Deswegen entlasse ich euch jetzt aus diesem Video. Ich wünsche euch alles Liebe, ganz viel Glück und Gesundheit und Freude. Bis zum nächsten Mal.